do birds suddenly appear? Corona ist ein gefundenes Fressen für Kabarettistinnen. Sie haben jetzt ein Lied von Alanis Morissette neu aufgenommen, Ironic. Was ist denn so ironisch an Corona? Also zum Beispiel Pornhub, ja? Pornhub hat ihre Premium-Mitgliedschaft freigegeben, weltweit, für die Corona-Zeit, angeblich, damit den Männern nicht langweilig wird. Ja? Nur das Ding ist, die können es nicht schauen, weil sie einfach ihre Frauen nicht aus dem Haus kriegen. Und jetzt ganz ehrlich, isn't that ironic, don't you think? Es ist das Klopapier, das ausverkauft ist und du hast Bläder weiß, seit gestern. Sie sind ja selber auch eine sehr genaue Beobachterin, nicht nur von gesellschaftlichen Phänomenen und Missständen, sondern auch von Opfern ihrer Parodien, sage ich jetzt mal. Ja. Und das kann ganz unterschiedliche Leute treffen. Was reizt Sie an einer Person, dass Sie auf eine Parodie abzielen? Was ist das? Manchmal gibt es aber diesen Glücksgriff, dass du jemanden findest, der ganz anders redet als alle anderen. Und das ist einmal ein Glück. Also ich sehe das als Glück, dieses Wie, dass dieses Wie so markant ist. Und dann muss im besten Fall auch noch diese Person aber auch etwas sagen, was ich blödsinnig finde. Oder zumindest also nicht einverstanden bin damit. Und aber auch das Bedürfnis habe, es irgendwie zu korrigieren oder so. Oder meinen Senf dazu abzugeben. Und wenn im besten Fall diese drei Sachen aufeinandertreffen, also dass es wie spannender ist, dass ein Schatz redet und dass ich auch eine Meinung dazu habe, dann, ja, dann ist es soweit. Überhaupt, seitdem Sie in Österreich sind, ist so eine gute, gute Aufbruchstimmung. Wissen Sie noch, wir wollten alle auf und brechen. Und mit diesem Wir meine ich wir, also ich und meine zwei Möpse. Die Hörbiger, ja natürlich, da gab es halt natürlich die das großartig fanden und die Parodie und aber auch den Inhalt und so weiter. Und dann gab es halt die gesagt haben, das ist so eine Grande Dame, die da parodiert wird und das glaubt die eigentlich und so weit soll es mal bringen, diese Perserin und was weiß ich. Alles, alles Gute und bleib's gesund. Sie setzen sich aber mit dieser Art der Präsentation sicher auch großen Anfeindungen aus oder zumindest bekommen Sie wahrscheinlich viele Rückmeldungen, von denen einige gut sind, aber viele wahrscheinlich nicht ganz so angenehm, kann ich mir vorstellen. Wie ist das? Also ich sehe meine Arbeit als dann gelungen, wenn ich genauso viel positive wie negative Rückmeldungen bekomme. Also dann finde ich, habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn mir alle applaudieren, dann ist mir das irgendwie nicht ganz geheuer. Das finde ich auch komisch. Wenn es alle scheiße finden, ist auch blöd irgendwie. Aber wenn diese Balance da ist, dann finde ich, habe ich was richtig gemacht. Haben Sie das Gefühl, dass das Kabarett immer noch eine Männerdomäne ist? Männerdomäne, das klingt immer nach so einem mächtigen Wort. Das klingt immer so nach Testosteron, Männer. So. Und ich sehe das nicht so. Also ich meine, ich habe auch keine Angst oder so, mit drei Männern gemeinsam in einem Raum zu sein. In einem Raum zu sein, wo man vielleicht auch lustig sein muss. Also ich mache das ja regelmäßig. Sowohl bei der Tafelrunde als auch bei Was gibt es Neues? Man sitzt dann halt einfach mit vier verschiedenen Männern und natürlich muss man auch Eier haben irgendwie, um sich da zu behaupten und nicht unterzugehen. Aber das also, ist ja schon eine Männerdomäne, wenn man meistens alleine als Frau mit drei Männern irgendwo sitzt als Kabarettistin, oder? Ich glaube, natürlich gibt es nach wie vor viel weniger Frauen, als es Männer gibt in diesem Beruf und ich glaube, Kabarett ist einfach Mutsache und ich finde halt nicht, dass Mut Männersache ist. Und wie kam es dazu, dass Sie diesen Mut entwickelt haben? Waren Sie immer schon so mutig oder hat sich das irgendwie über die Jahre so weiterentwickelt? Wie war das? Ich glaube, ich war als Kind sehr mutig und dann gab es verschiedene Phasen und dann war ich wieder mutig. So kann man das sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Formen von Mut. Ja. Es gibt auch Übermut, ja, und es gibt auch ganz viele Sachen, da bin ich echt ein Wasser. Also das kann ich gar nicht. Ich kann zum Beispiel keinen Köpfler. Ich traue mich nicht, einen Köpfler ins Wasser zu machen.
close to you.